auch schon mal zum Display. Das ist IPS. Ich kann dir hier vielleicht das mal anhand eines Fotos zeigen. Querformat, zieh mal ein bisschen groß, so sieht das Ganze dann aus. Also IPS kennen die meisten wahrscheinlich vom iPhone her, hat sich inzwischen aber allgemein durchgesetzt als wirklich hochwertige Panel-Technologie. Das heißt, relativ blickwinkelstabil, ist jetzt natürlich hier bei diesen vielen Lichtern rundherum schlecht zu demonstrieren. Ich hoffe, ihr glaubt es mir einfach, dass man das auch aus steileren Blickwinkeln heraus noch relativ gut lesen kann. Klar verändert sich die Darstellung irgendwann, aber nicht so extrem wie bei einfachen TFTs. Da hat man teilweise auch schon viel Schlimmeres gesehen. Auf der anderen Seite hat man aber auch schon jetzt gemerkt, dass ich hier diese Buttons hier unten nicht außerhalb des Displays habe, sondern eben halt als On-Screen-Tasten hier drin. Und je nachdem, wie die App programmiert ist, wird das halt transparent oder als schwarzer Balken dargestellt oder wie auch immer. Deswegen muss man mit den Maßnahmen